Ich sage ja immer, ich mache ganz viele Sachen im Leben und das ist letztendlich auch das, was ich jetzt mit meinem Coaching weitergebe. Ich habe so einen neuen Begriff entwickelt über die letzten Monate, 5D Me, unser fünfdimensionales Wesen. Denn das hat sich gezeigt, dass es letztendlich so fünf Hauptpfeiler gibt im Leben. Wenn wir uns um die richtig kümmern, so wie die Heike es ja eben schon schöne Vorlage gegeben hat, dann kann wirkliches Glück entstehen. Und wenn einer oder mehrere dieser fünf Hauptpfeiler im Leben vernachlässigt ist oder überbeansprucht ist, dann haben Krankheit und Unglück und Stress eine Chance und dann ist man nicht so erfüllt. Das heißt, man darf in verschiedene Richtungen schwingen, auch mal unglücklich sein. Es muss nicht immer nur jeden Tag lachen sein. Man muss nicht nur die Moderatorin sein, man darf auch Autorin sein. Und je stärker man in diese fünf Hauptpfeiler schwingt, desto stärker wird dieser Kern, dieses Zentrum. Und da liegt das wirkliche Glück. Es hat was mit Glück zu tun. Ja. Gesundheit hat was mit Glück zu tun. Immer. Gesundheit hat was mit Erfolg zu tun. Gesundheit hat was mit unserer inneren Einstellung zu tun. Die Reise zu sich selbst wirklich mal zu unternehmen. Du bist ja auch auf Reisen gegangen, muss man ganz klar sagen. Also da war der ein oder andere rote Teppich, der zu viel geworden ist für dich. Und du standst kurz vor einem Burnout, also auch dein Körper hat irgendwann mal gezeigt, bis hierhin und nicht weiter. Ich hatte einen Burnout, den Begriff, den gab es damals noch nicht, das ist inzwischen 17 Jahre her. Aber ich hatte, obwohl ich im Außen wahnsinnig viel Geld verdient habe, wahnsinnig präsent war, den roten Teppich, die Prominenz, dieses Glitzerleben, bin ich jeden Abend nach Hause gegangen, habe eine halbe Flasche Rotwein getrunken und geheult. Ja, und das ist was, das geht ganz, ganz vielen, ich arbeite jetzt viel mit Führungskräften zusammen, Leute, die im Außen vermeintlich alles haben, aber innen eine Leere haben, weil eben bestimmte Aspekte ihres Selbst ignoriert werden. Bei mir war es das Spirituelle, zum Teil auch die Gesundheit, weil wenn du nur auf Hochleistung fährst, dann geht das irgendwann an die Batterie. Das ist ja der klassische Burnout, ne? Das sind ja meistens Menschen, die überperformen und überfunktionieren und sich gar nicht um die Ruhe kümmern, die überhaupt nicht mehr in die Ruhe kommen. Das war bei mir damals der Fall und ich bin dann extrem in die andere Seite geschwungen. Ich habe dann gesagt, ich schmeiß jetzt hier die Notbremse rein. Wollte eigentlich ein Jahr lang ein Sabbatical machen, bin ein bisschen rumgereist, bin dann wegen meiner langjährigen Yoga-Erfahrung nach Indien, woraus dann 7 Jahre in Indien wurden, wo ich dann ganz extrem das Spirituelle erforscht habe, Advaita Vedanta Philosophie studiert, Healing Arts studiert und so weiter, um in der Mitte wieder anzukommen. Man kriegt es ja mit, also gerade die Menschen, die eben auch in solchen Berufen zu Hause sind, die wirklich irgendwann auf ihre eigene Reise gehen. Das heißt, entweder entdecken sie Yoga, sie entdecken Meditation, weil man eben in diesem ganzen Trubel, ja, und wir leben in dieser ganz schnelllebigen Zeit, wo immer irgendwo was passiert, man muss sich irgendwann mal wieder ja, runterfahren. Man muss irgendwie auch gucken, dass seine Batterie wieder aufgeladen wird. Und das ist meistens in der Stille, in der Ruhe am sinnvollsten. Absolut. Und viele dieser Menschen, gar nicht mal nur die Prominenten, also jeder, der, man sagt ja so High-Performance-Jobs, ja, das können auch Manager sein oder einfach berufstätige Mütter, die ganz viel jonglieren. Jeder, der wahnsinnig viel leistet im Leben, hat ja einen Grund, warum der so erfolgsgetrieben ist. Menschen, die ins Außen gehen, die vielleicht auch prominent sind, es gibt einen Grund. Das hat ganz, ganz oft was damit zu tun, dass man vielleicht nach etwas sucht, ohne da jetzt zu sehr in Klischees zu gehen, was man vielleicht in der Jugend, in der Kindheit nicht bekommen hat. Ja, dieser Hunger nach Anerkennung, dieser Hunger nach Bestätigung. Aber irgendwann merken dann ganz viele, oh Gott, das Geld und der Ruhm und die Anerkennung machen mich nicht glücklich. Da sind wir wieder beim Thema Glück. Viele haben dann Zusammenbrüche. Ja, ich arbeite mit Menschen, wo man denkt, nach außen hin alles toll, die haben aber ganz, ganz schwere Depressionen, wenn man hinter die Kulissen schaut, ne? Und da dann eine andere Quelle des Glücks und der Erfüllung zu finden und zu etablieren und die damit zu verbinden, das ist das, was ich jetzt mit meinen Programmen mache. Naja, und es hat natürlich auch was mit unserem, es ist einfach dieser Begriff, der im Moment ständig verwendet wird, unser Mindset. Also wir müssen an unserem Mindset, an unseren Gedanken natürlich arbeiten, um ja in ganz viele
Situationen zu kommen und die Kräfte in uns auch zu erkennen, schaffen viele unter Hypnose. Da steckt einiges in uns drinnen. Aber wir schaffen es eigentlich auch ohne Hypnose, wenn wir einfach mal an uns glauben, wenn wir diese Kraft, diese Stärke tatsächlich auch spüren. Und du bist jemand, die sagt, ja, ich möchte die Menschen motivieren, einfach wirklich an sich zu glauben, an ihre Stärken zu glauben, an ihre, und auch damit hast du Erfahrungen gemacht, an ihre Selbstheilungskräfte zu glauben. Denn wir müssen nicht aufgeben, weil eine Krankheit uns irgendwie schachmatt legt, sondern wir können auch mit unserem Mindset ja, das Beste rausholen. Mhm. Die 5 Ds, die wollen wir uns natürlich von dir noch mal genauer angucken. Was sind es denn, die Säulen des Lebens, die uns vielleicht auch glücklicher, erfolgreicher, gesünder machen? Da gucken wir als nächstes drauf. Im Grunde bleiben wir ein bisschen bei 5D, oder? Ich glaube, ein bisschen auf eine andere Art und Weise, aber es hat ja schon auch was mit ja, Ansichten zu tun. Es hat was mit Einstellung zu tun, um auf der einen Seite das Glück zu finden, auf der anderen Seite aber eben auch seinen Weg irgendwie besser bestimmen zu können. Es ist genau das 5D. Und weißt du, dass jetzt eben in diesen Gesprächen sowohl mit Marcel als auch mit Heike, als auch das, was du gesagt hast in Bezug auf diese Sendung, die in der Woche eingeschaltet, ihr habt 5D, diese 5 Dimensionen, diese 5 Elemente, Aspekte im Leben, die wichtig sind, um ein erfülltes, gesundes, erfolgreiches Leben zu führen, wurden alle angesprochen, weil es sich durch alle Lebensbereiche zieht. Ja, und genau das ist das, was hier gerade erzählt wurde, 5D, wenn ich auf einer höheren Energie lebe, weil ich voll und ganz lebe und gesund lebe, dann erhöhe ich meine Frequenz und dann ziehe ich das an. Du hast das eben gesagt, es gibt die Pechvögel und die Glückspilze. Und im Englischen kann man das so schön erklären, your frequency is what you frequently see. Also die Frequenz, wie ein Radiosender, auf die ich mich einstelle, ist das, was ich regelmäßig sehe. Ich kann entweder durch einen Filter sehen, der negativ ist, oder durch einen Filter, der positiv ist. Es gibt Menschen, die sind in ein und derselben Situation und der eine sagt, boah, ist das geil hier. Und der andere sagt, nee. Es ist immer objektiv zu betrachten. Und das kann man trainieren. Ja, und wenn man jemanden wirklich dahin leitet, wie jetzt bei dir, ja, in der Woche wird diese Sendung eingestellt. Das habe ich bei ganz vielen meiner Klientinnen, die verlieren ihren Job oder die sind nicht mehr glücklich in ihrem Job, die sind jenseits der 40 und denken dann, was mache ich jetzt? Und das kann man an die Hand nehmen, wirklich erstmal zu gucken, das ist einer der 5 Ds, was ist das, worin ich wirklich gut bin? Und wir haben es eben gesehen. Marcel, der leuchtet so, weil der macht das, wo er richtig gut drin ist. Der liebt das. Heike hat eben gesagt, du hättest dir den Job aussuchen können oder den Tontechniker. Der Tontechniker, der liebt Sound und Klang. Jeder hat eine Sache und es kann sich jeder mal fragen, worin er richtig gut ist. Und das dann zu forcieren. Jemand liebt es, sich um Menschen zu kümmern, kann die beste Krankenschwester der Welt werden. Ja, in allem kann man Expertise erreichen. Und das ist einer der Ds, wirklich zu gucken, worin liegt meine Erfüllung. Darauf dann aufzubauen, ein ganz, ganz wichtiges D ist das, wie etabliere ich mich in der materiellen Welt? Womit verdiene ich mein Geld? In der westlichen Welt können wir nicht in der Höhle sitzen und meditieren. Wir müssen unsere Miete bezahlen. Ja, wenn ich mir permanent Geldsorgen machen muss, dann werde ich kein vollkommenes Glück erfüllen. Das heißt, das zweite D ist das Etablieren in der materiellen Welt. Wir haben es eben gehört, was Krankheiten angeht, der Körper, ganz, ganz wichtiges D. Wir müssen uns um den Körper kümmern, denn wenn wir von einer Krankheit geplagt werden, weil ich mich schlecht ernähre, weil ich nicht gut schlafe, weil ich mich nicht entspanne, wenn ich Schmerzen habe oder Krankheit, werde ich kein erfülltes Leben führen. Ja? Das vierte D ist dann der Mindset, hast du eben angesprochen, denn am Ende des Tages bestimmt mein Geist, der Filter, durch den ich alles sehe, spreche ich negativ mit mir, aber was hast du schon wieder falsch gemacht? Oh, der denkt doch schlecht von mir, ich werde nie erfolgreich sein, ich werde nie viel Geld verdienen. Das bestimmt, wie es hier drin aussieht, bestimmt, wie mein Leben im Außen aussieht. Hat ganz oft natürlich mit frühkindlicher Prägung zu tun, aber auch das kann ich umprogrammieren, um es mal ganz lapidar zu sagen. Und das fünfte D sind die Emotionen. Natürlich hängt das alles miteinander zusammen. Du kannst dich nicht nur exklusiv um eine Sache kümmern. Die Emotionen ist aber das fünfte D. Wie emotional reagiere ich auf Situationen? Raste ich bei jeder Kleinigkeit aus? Lasse ich mich durch etwas stressen, wenn was schief läuft? Werde ich ganz schnell wahnsinnig traurig bei jeder Kleinigkeit? Kann ich wirkliches Glück empfinden?
Ja, und diese fünf Aspekte, das sind die fünf Hauptpfeiler, dass wenn ich es wirklich lerne, mich ganz bewusst um alles zu kümmern und zu gucken, wo muss man aufräumen, wo gebe ich ein bisschen mehr Energie hin, dann habe ich, kennst du dieses Bild aus der Quantenmechanik, diesen Kern, um den dann diese Energiekreise sich bewegen. Ja? Und das sind diese fünf Hauptausschläge. Wenn ich die alle gleichermaßen nähere, dann bekommt dieser Kern in der Mitte, das Selbst, meine Seele, wie auch immer man es nennt, ist egal, das, was das Leben erlebt, dann kriegt das so viel Energie im Außen. Dann ist auch wurscht, wenn es mal ein bisschen mehr in die Richtung schwingt, weil ich vielleicht eine Krankheit habe. Ja? Ich werde ein bisschen aus der Mitte rausgezogen, aber ich habe genug Kraft in allen anderen Pfeilern, dass ich immer wieder in die Mitte komme. Und dann ist auch nicht schlimm, wenn eine Sendung eingestellt wird oder wenn ein Job verloren wird, dann fehlt hier mal kurz Energie im Materiellen, aber ich habe so viel Vertrauen in meine Mitte, dass ich weiß, wie du gesagt hast, es öffnet sich schon wieder eine andere Tür und ich werde meinen Weg finden. Wir müssen vertrauen. Also ja, wir müssen vertrauen. Und ich glaube, wenn man ins Vertrauen kommt, dann ist man auch in so einer inneren Ruhe und dann hat man plötzlich auch wirklich Eingebungen, dann hat man plötzlich wieder diese Ideen und es ist eben manchmal auch so wichtig, aus diesem Hamsterrad rauszuhüpfen und eben auch mal die anderen schönen Dinge des Lebens erforschen zu dürfen und manchmal, ja, dann braucht man eben diesen Stoß. Ich finde, du machst das wunderbar, Kerstin, weil durch dich bekommt man natürlich auch diese Motivation und wir brauchen manchmal die Menschen, die uns eben an die Hand nehmen und du nimmst die Menschen an die Hand und zwar vor allem Frauen, weil das ist ein ganz großes Thema bei dir, wo du sagst, die ja, sind vielleicht nicht immer so selber stark und deswegen möchte ich ihnen Mut machen, diese Wege zu gehen. Wie man dich so findet, wie dein Programm so aussieht, dass man ja, nicht zu dir unbedingt reisen muss, sondern dass das Ganze eben auch mittlerweile alles online technisch funktioniert, das wirst du uns auch gleich nochmal erzählen. Und ich glaube, dass wir das gut gebrauchen können, einfach mal wirklich irgendjemanden, der uns diese Motivation schenkt, wieder so ein bisschen positiver in die Zukunft zu blicken. Weil wir hatten einfach auch schon harte Jahre jetzt hinter uns, ja, bringen müssen. Und da ist es wichtig, dass wir eben nicht in diesen Trotz wieder versinken, sondern uns da auch wieder rausholen. Mhm. Und dann ist es wichtig, dass es Menschen wie dich gibt. Sehr, sehr, sehr. So drauf. Kerstin, auch dich findet man natürlich im World Wide Web. Auch da kann man quasi wirklich Kontakt zu dir aufnehmen. Aber nicht nur Kontakt, sondern man kann sich auch online bei dir coachen lassen. Sind es Einzelcoachings oder wie sieht das Ganze aus? Es gibt inzwischen drei verschiedene Modelle. Es gibt Einzelcoachings, es gibt ein Gruppenmodell, es gibt ein kleineres Programm, ein größeres Programm. Wir haben das, ich habe inzwischen ein ganz tolles Team, was mich da sehr, sehr professionell unterstützt. Die haben mir großartige Online-Angebote gebaut. Wir haben das für verschiedene Budgets kreiert. Was ich mache, da ich die Leute mindestens 3 Monate begleite, also ich mache keine Einzelsessions, weil ich fest davon überzeugt bin, dass es einen gewissen Prozess braucht, um wirklich eine nachhaltige Veränderung hervorzurufen. Ich möchte auch, dass die Leute die Werkzeuge, die ich ihnen beibringe, so üben und so verinnerlichen, dass sie damit auch den Rest ihres Lebens arbeiten können. Ja, das heißt, ich mache vorher ein Einzeltelefonat, ein Einzelcall, halbe Stunde, Stunde, wo ich auch schaue, kann ich der Frau, die mit mir arbeiten möchte, wirklich helfen? Ja, kann ich sie wirklich auf ihrer Transformation so begleiten, dass ich da auch guten Gewissens in meiner Verantwortung sagen kann, ich bringe dich da hinten so raus, dass du wirklich einen riesengroßen Aha-Moment hast. Es hat ja auch was mit Sympathie zu tun. Absolut. Also das ist ja egal, ob ich jetzt zum Friseur gehe, zum Zahnarzt gehe, zum Psychologen gehe, wenn mir der Mensch nicht sympathisch, ja, ist, dann wird er mir die Haare nie gut schneiden, genau, dann wird er mich nie gut beraten. Also deswegen finde ich, ist es immer so wichtig, dass man sich erstmal kennenlernt. Um dann wirklich zu wissen, schaffen wir das die nächsten 3 Monate quasi gut miteinander auszukommen. Aber genau, dann funktioniert es natürlich. Das ist ein Vertrauensverhältnis. Ne? Ich bin immer selber erstaunt, wie gut das auch online funktioniert. Das habe ich durch Corona gelernt, habe ich dir ja beim letzten Mal erzählt. Davor war ich ein absoluter Analog-Dinosaurier und ich habe gesehen, dass tatsächlich auch das die... Das war nur unser Praktikant, der hier wieder reingelaufen ist. Guck mal, die drängen sich alle rein. Die wollen jetzt alle, weil bald Schluss ist, alle noch mal kurz im Studio sein. So, jetzt guck mal. Und das ist auch, das ist, sagt er zu uns, macht weiter, ja, macht weiter. Genau. Das ist die hohe Konzentration. Übrigens auch ein ganz wichtiger Aspekt, das trainiere ich auch mit meinen Frauen. Wie kann ich
bei meiner Konzentration bleiben, wenn Ablenkung im Außen kommt? Im Kleinen, wie in so einer Situation, oder auch im Großen? Wie kann ich weiterhin mein Ziel verfolgen, mich um meine Gesundheit kümmern, wenn im Außen was passiert, wenn ein Verwandter krank wird, wenn ein Elternteil stirbt? Ja? Das Leben gibt uns ja Herausforderungen im Kleinen und im Großen. Und das sind all diese Dinge. Was ist denn jetzt schon wieder mit dem Mikro? Ihr habt es doch vorhin repariert, denke ich. Soll ich es einfach festhalten? Das ist wirklich, das hat halt wirklich, also man investiert nicht mehr in uns. Ist das Mikro jetzt besser? Ja, da muss halt erstmal die Tontechnikerin kommen. Guck mal, die Andrea kann alles. Du bist ein 5D Me in einer Person. Tausendsasserin. Ja, wie gesagt, also man kann all diese Herausforderungen des Lebens, das kann man trainieren, man kann sich damit Werkzeugen ausstatten und es funktioniert eben auch online. Ja, um auf deine Frage zurückzukommen, es gibt da verschiedenste Modelle. Ich gucke mir das an, ich nehme mir sehr viel Zeit, um zu gucken, passt das, kann ich mit demjenigen arbeiten, wie kann ich die Frauen unterstützen. Ich habe auch männliche Kollegen. Ja, das Programm ist hauptsächlich auf Frauen ausgerichtet, aber es gibt auch Männer, die zu mir kommen und sagen, ich möchte das erlernen. Und auch schon sehr, sehr erfolgreich, das muss man sagen. Du hast es eigentlich über den Teich gebracht, wenn man so sagen möchte. Das heißt, es hat ein bisschen gedauert, bis es dann ins Deutsche übersetzt worden ist. Aber jetzt ist es eben auch wirklich auf dem deutschen Markt endlich zu haben. Und es geht hier wirklich auch darum, dass und deswegen hat das heute irgendwie ganz gut gepasst, so unterschiedlich man arbeitet. Und ich finde, das ist ja ganz spannend. Wir sind ja auch als Astro TV ein Sender, wo wir Lebensberatung machen mit so unterschiedlichen Menschen und unterschiedlichen Arten, wie man eben auch Lebenshilfe an oder bekommen kann. Mhm. Und jeder kann sich ja selber entscheiden. Also wem möchte ich mich anvertrauen oder wem lieber nicht? Und jeder kann ja auch selbst entscheiden. Rufe ich jetzt hier diese Telefonnummer an, die unten eingeblendet ist und melde mich mal bei unserem Partner Questico an, um mal so ein gratis Gespräch abzukassieren oder lasse ich es einfach? Also weißt du, man wird nicht zu irgendwas gezwungen. Genau. Aber es ist so wichtig, dass es Menschen gibt, die einem eben weiterhelfen können und vielleicht auch mal wieder so ein bisschen Lebensmut zeigen und aufzeigen können. Und ich sage ja immer, es ist überhaupt kein Zeichen von Schwäche, sich Hilfe zu holen. Ne? Wenn man den Führerschein machen will, holt man sich einen Fahrlehrer. Wenn man kochen lernen möchte, macht man einen Kochkurs. Und warum nicht in sich selber investieren, wenn man gesünder, erfolgreicher, glücklicher werden möchte, bei jemandem, der sich vielleicht seit 20 Jahren professionell damit auseinandersetzt, der vielleicht selber ganz, ganz massive Dinge geheilt hat, ne, so wie Heike das erzählt hat, die diesen massiven Einschnitt im Leben, wenn der Mann an Parkinson erkrankt, das ist heftig. Sie hat sich da selber rausgeholt und diesen Weg, den sie beschritten hat, den zeigt sie jetzt anderen Leuten. Ich habe mich selber aus einem Burnout geheilt, komplett ohne Psychopharmaka. Ich habe mich geweigert, irgendwelche Medikamente zu nehmen, habe meine holistischen Mittel wie Meditation, wie Yoga, wie Neurowissenschaften eben bei mir selber angewendet und ich zeige jetzt Frauen, wie sie das machen können, was ich selber schon erlebt habe. Ne? Und ich sage auch immer, so viele Werkzeuge, wie es gibt und so viele Coaches und Anbieter, so viele Bedürfnisse gibt es ja auch. Und es ist ja auch toll. Also es ist ja einfach toll. Und jeder sucht sich irgendwas anderes. Es gibt auch nicht nur einen Friseur auf dieser Welt, sondern ganz, ganz viele. Und man wird schon irgendwie immer diesen richtigen Weg finden, so wie du es vorhin gesagt hast. Es gibt eigentlich in irgendeiner Form keine Zufälle. Es ist dann doch meistens irgendwie auch schicksalshaft. Mhm. Kerstin, war immer ein großes Vergnügen, dich auch hier bei Leichter Leben begrüßen zu dürfen. Vielen Dank auch, dass du des Öfteren mal hier vorbeigeguckt hast. Aber wir werden uns auch nicht aus den Augen verlieren. Darüber bin ich ganz froh und nur das Beste für dich. Vielen, vielen Dank. Ich habe ja euren Zuschauern auch noch ein Abschiedsgeschenk mitgebracht. Das teilen wir dann in der Online-Story.